Moin, ihr Sonnenscheine. Bei einer schweren Explosion im Zentrum von Tel Aviv ist ein Mensch ums Leben gekommen. 8 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst mit. Augenzeugen hatten von einem lauten Knall nahe einer Niederlassung der US-Botschaft berichtet. Mehrere Gebäude seien beschädigt worden. Laut ersten Untersuchungen gab es einen Drohnenangriff. Es sei jedoch kein Luftschutzalarm ausgelöst worden, teilte das israelische Militär mit. Ein Militärsprecher der militanten Houthi-Rebellen im Jemen hat auf der Plattform X erklärt, die Gruppe werde Einzelheiten über eine Militäroperation bekannt geben, die Tel Aviv zum Teil gehabt habe. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur momentan 16 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute ist mit bewölktem Wetter sowie einer Höchsttemperatur von 29 Grad und einer Tiefsttemperatur von 16 Grad zu rechnen. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin teilweise sonnig mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 18 Grad. Sehr schön. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 19. Juli von Mutter Teresa: Wer über Menschen urteilt, hat keine Zeit, sie zu lieben. Ja, wie wahr. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Passt auf euch auf und kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin.